Very nice. Hier lang. This way, my friend. You got Wang speaking. Has Kamiko's condition improved? Like she cares. Not exactly, but we're working on it. And are you integral to her recovery? I'm not sure it... Good, come to my office. I have something I need done. Will it involve getting paid this... You know, she's a treasure. Okay, Queste. Lowe, I didn't expect you back so soon. Funny how efficient you can be when there's someone in your head yelling at you all the time. Do you have a problem with efficiency? So you and Kamiko are getting along then? I wouldn't call it getting along so much as getting through. Enough chatting, let's get on with it. The rock doesn't choose the river, nor the river the rock. Yet neither would exist without the other. Tell him to lay off the cryptic wisdom and make my stupid potion already. Kamiko says you're full of shit. Oh, I doubt that very much. Okay, she said to lay off the cryptic wisdom and make the stupid potion already. That's my girl. There you go. Oh, and hey, Kamiko had a question. What was that thing her dad called her? It is a spirit well. An extremely powerful artifact. Say what now? It is like a container. Only it can hold a person's soul. Wait, seriously? Why can't I live in there instead of with this idiot? She wants to know why you didn't put her in there. It would not be a good idea. Once you have entered a spirit well, you will never emerge. Oh, so it's like a Comic-Con. This is a complex. It's going to take me some time. Check back with me when you can. Tischla und Ripper. Ich nehme mal die Quest hier an. The cure is coming along nicely, but it needs more time to cook. In the meantime, do you think you could help me with something? Does it involve moving a piano or coming to an open mic night? It does not. Then I'm in. I'm running out of crude. And crude is? Unrefined black grain. The raw material that comes out of the ground. Out of the ground. She's, she's telling me. I'm sorry. That's right. I forgot about your tiny things. Mind. Hey, seriously, you guys have to stop that. All right, what is this stuff for? It's the unrefined material. Yeah. Just let him talk. Excuse me? Sheesh, somebody woke up on the wrong side of the collision. Sorry, I'm still getting used to this. Sludge is the base. It can be fractionally distilled into a variety of things. Schnapps. Lubricant, even liquor. I need it to run my forge. There's some wildcatters out west of here in the wilderness. They'll sell you some. Just make sure you ask nicely. I am, in all things, a model of gentility. Ja, genau, passt. Natürlich. I'll do it for you. Wir können noch eine andere Quest hier holen. Wo? Ah ja, ich sehe hier. Wo geht's hier rauf? In der Küche. Frag mich bitte nicht warum. Okay. Hallo. Alter. Alter, was hast du für ein Gerät? Das ist mein Gerät. Zeig das nochmal. Lol. Sieht nett aus. Vor allem der Brutzelstrahl da. Übel. Ja. Oh, hier sind zwei Quests zum Annehmen. Ich nehme mal an, blau ist Nebenquest. Nimm mal beide an. Oh, it's going all right. I could use another Mai Tai and some sunblock, though. Well, if you can rouse yourself in your leisure, I have further use for your skills. What's going on? Some assholes are cooking up back alley shade in the slums. Oh, that's horrifying. I need you to put a stop to it. For the, children? No, to show them that no one sells shade in my territory without getting his balls shoved down his throat. I think I can handle that. Klingt total nach ihm.
Oh, da gibt's einen Granatwerfer für. Und noch eine. I need you to figure out what that little shit was working on. She sent regular reports, but I think she was holding out on me. Of course I was holding out on you, you evil bitch. What's so funny? Oh, nothing. Private joke. Oh my god. Sounds like it requires a lot of initiative. Listen, you cocky piece of shit. I hired you to protect a very expensive piece of merchandise. You brought her back broken. Until she's fixed, your ass belongs to me. If I say I want a human bird feeder, you start shoving crumbs up your ass. That's colorful. I'm just used to jobs that require more chopping and less hauling. Oh, you'll get your chance. Zilla's gonna have her piece staked out with some serious muscle. Damn. I mean wonderful. Have fun, you miserable piece of shit. Not too, sweetie. ja. Wow, hier gibt es einen automatischen Granatwerfer oder automatisches Schrotgewehr. Ah, ist das deine Schrotflinte? Hm? Das ist die Schrotflinte, die du schon hast? Wie heißt sie? Hammershot. Ja, die hatte ich, jetzt habe ich eine andere. Okay. Die, die ich habe, macht etwas mehr Damage, ist aber etwas langsamer. Aber sonst recht ähnlich. Okay. Sometimes I fantasize about her being slowly eaten alive by ants. It's comforting. Remind me to stock up on borax. Gut. Ich müsste mal an meiner Ausrüstung basteln. Ja. Bin ich auch gerne dabei. Oh, so viele Skills. Ich glaube, ich kaufe mir mal das Maschinengewehr, das er hier verkauft. Okay. Das habe ich noch nicht. Oh mein Gott, ich habe so viele Upgrades. Hier kann man den Verdopplungskerl kaufen, damit man zwei Waffen gleichzeitig tragen kann. Wenn ich schon habe. Ah. Ich bin noch ein bisschen am Hadern. Was? Kann ich auch zwei Kettensägen tragen? Nein, geht, glaube ich nicht. Mist. Langweilig. Es sei denn, du hättest vier Hände. Das kann ich einer nicht. Was? Schießt aus mehreren Läufen gleichzeitig Multischuss? Nice. Was ist denn das? Ja, es gibt irgendwie so eine dreiläufige Schrotflinte und so eine dreiläufige Pistole. Da ist das sicher ultra nice dann. Oh, was soll ich kaufen? Das Zeug ist einfach zu cool hier. Schießt aus mehreren Läufen gleichzeitig. Ach, ich kann nicht anders, das muss ich kaufen. Alter, die Kurzschwerter hier, die schauen auch ultra nice aus. Die zwei Klingen, beziehungsweise die Axt und das Messer. Hm. Ja, die habe ich mal gefunden. So, mal schauen, in was kann ich denn dieses coole Upgrade einsetzen? Schauen wir über den Nieten. Rakete teilt sich, Splittermunition. Lol. Klingt nett. So, jetzt muss ich nur noch das finden, das ich gerade gekauft habe. Hm. Probier das mal so. Ich baue mir jetzt eine Crit-Waffe. Hier. Ernsthaft? Ich habe nichts, in dem ich das einsetzen kann? Happens. Was habe ich denn gerade so viel ausgegeben?
Fail. Was soll ich das wissen? Mann. 12% Schaden auf kritische Trefferchance und plus 60% Bonusschaden für kritische Treffer. Klingt doch nice. Jojo, kann man sich geben. Wie spielt sich eigentlich der Bogen? Gut, er macht extrem viel Schaden. Okay. Ich glaube, den motze ich dann auch mal noch auf. Oh, plus Feuerfrequenz klingt ja super. Und Schaden bei Überlegenen und Elite-Gegnern klingt auch gut. Und ich habe ja noch... Oh, lol. Ich habe... Okay. Die ganzen besten Upgrades jetzt vergessen. Ich habe endlos viele Feuer, Eis und sonstige Upgrades, die ich total vergessen hatte. Das ist ja übel. Da muss ich auch hier noch mal was. Ja, sowas hier. Klingt nett. Dann die Chainsaw noch etwas verbessern. Dann sieht's gut aus. Kann ich auch mehrere Elemente drauf bauen? Nein. Also immer nur ein Element? Genau. Die anderen werden dann einfach ausgeblendet. Ah, okay. Meine Kettensäge wird Feuer. So, mal schauen, jetzt habe ich mir die Revolver aufgerüstet. Okay, jetzt habe ich einen Bogen, eine Kettensäge und eine Nahkampfwaffe. Das müsste eigentlich mal reichen. Drei Waffen. Habe ich etwas vergessen? Könnte höchstens noch die Uzi da mit einem anderen Schadenstyp versehen. Das ist vielleicht noch eine intelligente Idee. Wow, Kugelhagel, Chance auf Gegner durchschlagen. Yay! Ich könnte mal noch was in Gift umwandeln. Giftschaden. Oder Elektrizität. Kann ich da nicht einsetzen? Schade. Ja gut.
Oh, und ich habe Doppelwaffen. Habe ich auch schon gekriegt, nice. Ja, aber es funktioniert leider nur bei sehr wenigen Waffen. Ja, ich habe jetzt zwei Uzis. Wow, das Ding hat aber dann einen Spray von Endlos. Aber ich glaube, das mache ich trotzdem. Okay. Muss ich sie nur noch ordnen. Das Ding mal hier. Hier das da. So, 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 so. Hat das jemand den Revolver einsatzbereit? Ich habe die Äxte hier mal. Jo. Dann habe ich den Bogen. Schieß mal so schnell du kannst. Schau mal, meine schießt jetzt so schnell. Alles klar. Ich habe hier mal zwei Gift-Uzis. Bam. Ah, es stinkt. Alter, aber der Spray ist grandios. Und ich habe keine Munition mehr. Ja gut, dann wollen wir weiter. Kettensäge. Gut, ich wäre soweit, glaube ich. Okay. Ah, wobei, ich muss noch schnell, ich habe noch Upgrades für... Wow, aufgeladener Schuss, was ist denn das? Ich habe noch was Lustiges gefunden. Interesting. Ah, ich habe noch Rüstungsupgrades. Wie viel kann ich da eigentlich reinpacken? Musst du bei der Rüstung schauen. Drei Stück. Ah, drei Stück, okay. Chance auf Gegenstände erhöhen klingt auf jeden Fall gut. Da es ja schon viel zu wenig Gegenstände gibt. Ja. Wollen wir mal wieder? Ja. Und von den speziellen kann ich wahrscheinlich nur eins tragen, oder? Wenn es nur einen Platz hat. Zwei, denke ich. Kannst ja okay. Schauen, wenn du auf I drückst und dann Spieler, dann siehst du ja, wie viele Plätze du von was hast. Ah. Okay. Ja, vom Amulettplatz gibt es nur einen, okay. Alle exotischen Werte von Waffen plus 25% klingt doch nicht so schlecht. Jo, ich bin mal ready. Wo geht's hin? Ah, Teleport, da war ja was. Welche wollt ihr machen? Habt ihr irgendwelche bevorzugten? Ich bevorzuge die, bei denen es Gegner gibt, die ich niedermetzeln kann. Ja, dann wart mal, dann suche ich mal raus, was für Waffe ich gerne hätte. I don't know. Freies Erkunden? Ach, einfach starten. Ich nehm die hier. Ist egal. Geschnetzel hauptsächlich wichtig. Nee, warte, ich will doch die andere machen. Nee. Ach, dieser Ladescreen. Der macht gerade mit der Kettensäge einen nieder, während er mit einem Selfie-Stick eine Aufnahme macht von sich. Sehr schön. Wunderschön. Ich bin immer noch für zwei Kettensägen. Wäre schon cool. Ich glaube, es gibt noch ein Kettensägen-Katana. Oh ja, das Ding will ich unbedingt haben. Das habe ich irgendwo gesehen, gelesen, I don't know. Alter, lad endlich. Ja, es dauert gerade etwas. Ein bisschen. Seid ihr schon da? Seid ihr schon da? Seid ihr schon da? Seid ihr schon da? Yo. Jetzt bin ich da. Ich leg los. Bald. So, mal testen. Wow, da rappelt's. Will nicht Skillpunkte erhalten. Will Metzen.
So viel Loot. Hier ist noch was. Wow, wo kommt diese riesen Ratten her? Oh! Yes. Chainsaw! Alter! Ja, macht etwas wenig Schaden. Du vorzugst etwas anderes. Was ist mit der Ratte los? Macht die einen Breakdance oder was war das? Ist auf LSD. Ja. Definitiv. Oh, LSD-Ratte. Muss das so? Ich glaube. Wir arbeiten die gerade. Pump mal etwas Blei in sie rein. Eine Ratte, die eine Ausweichrolle macht. Steh auf! Chainsaw! Jawohl. In der Mitte zerteilt. So muss das. Die Chainsaw ist einfach der Hammer noch. Lol. Warum ist hier ein Feuerwerk? Das ist eine gute Frage. Hier kommt ein Grüner. Was kommt? Ein grüner Gegner. Hier ist noch Loot. Ich muss erst looten. Und wieder eine Ratte, die rumrollt. Ja, siehst. Halleluja. Die Elite-Ratten halten etwas aus. Ja. Definitiv. Mir kommt vor, ich mache absolut keinen Schaden. Die halten einfach so viel aus. Wow! Der hat gesessen. Ich muss erstmal noch hier looten. Hier sind ja auch noch Kisten und so. Ja, ja. Wir wollen metzen, nicht immer looten. Loot größer als. Nein. Doch. Ich glaube, Gevatter Gaul stimmt mir dazu. Ja. Oh Mann. Los, schnetzeln. Ja, dann schnetzelt ihr, ich loote. Ich lasse euch die Arbeit machen, ich loote dann. Ja, das hört sich nach dir an. Jupp. Genau mein Stil. Wow, jetzt gehen gerade irgendwie die Frames im Keller bei mir. Ey, jupp, ich bin bei 25 Frames. Jupp, ich bin bei 23. Okay, das ist... An meiner Maschine müsste das nicht liegen. Jetzt ist es wieder besser. Wenn es daran liegt, würde ich es nicht spielen können. Immun gegen Kräfte. Der hält etwas viel aus. Er kriegt gleich eine aufs Maul. Ja, er schlägt auf den anderen ein. Immun gegen Strom, das erklärt's natürlich. Eventuell. Komm her! Boom! Okay. Ich glaube, es wird Zeit für etwas schlagkräftige Argumente. Das da wäre. Siehst du die Explosion? Und Feuer! Scheint ihn auch nicht zu beeindrucken. Alter, der kriegt 3 Schaden. Moment mal, vielleicht meine Shotgun? Kettensäge! Shotgun funktioniert schon besser. Widerstandsfähig gegen kinetische Energie, das ist es. Darum hält er so viel aus. Du musst mit Elementarwaffen auf ihn ballern. Okay. Das wäre eigentlich Kettensäge, aber
Der Schaden ist jetzt auch nicht viel besser. Ja, aber der ist ja nicht nur Elementarschaden, das Ding ist so 30%. Ich loote mal. Ach, da ist noch einer, der da rumtanzt. Jupp. Ah, ich hätte eine Gift-Uzi, das wäre vielleicht eine Idee. Ja, das wäre eine gute Idee gewesen. Ja. Die hätte gut funktioniert. Ja, next time. Hier sind wir noch Glückskeks. Die sind ultra wichtig. Nee. I don't hate people. Ich glaube, ich probiere mal meinen Bogen aus. It's just feel better when they're not around. wo müssen wir hin? Finde die Shade-Küche. Okay. Der aber keine Questanzeige. Ich schon. Aber. Ich finde also, ich habe hier gerade einen Drogendeal entdeckt. Das könnt's erklären. Ich hab's auch hier bei mir. Da hat's dann ein Händchen dafür. Drogendealer finden. Stimmt, bestimmt. ich quatsch den mal an. How much you need? 400? Shit. You serious? I only got dimes. You want more than that? You gotta talk to the chef. The chef? The guy who cooks the stuff. That's what he calls himself. And where could I find him? He doesn't really like visitors. Look, I got a lot of cash on me. I'll make it worth his while. Alright. Tell you what. You head down that alley, and I'll tell him to come see you. Cool? Alright, cool. Wird 100%ig funktionieren. Oh my gosh, I am so impressed. You're like really young and hip and streetwise. Can it? I need to focus. Okay. Hallo. Ja, ich glaube, irgendwann wird eine Meldung aufploppen, dass ich keinen Platz mehr habe. Sympathisch. Ja, null. Fuck you! Fuck you! Schieß dir ins Gesicht! Aua. Okay. Ich brauche schlagkräftige Argumente. Nee. Wow. Very nice. Ich habe ein kleines Problem mit meinen Uzis. Die verbrauchen zu viel Munition. Ich weiß, darum benutze ich sie auch nicht mehr. Vor allem, wenn man sie doppelt nimmt, ist es natürlich noch übel. Minimal. Hallo, wir sind wieder da. Hey, shithead! Long time no set me up! You wanna end up like your fucking friends? I'm sorry. I thought... You thought you'd tell me where the chef actually fucking is now? Yeah. He's up that way. Don't tell him I told you, okay? He's gotten real... weird lately. Yeah, I think you have bigger things to worry about. Like, say, never running into me ever a fucking again. That sounds reasonable. Hey, I'm nothing if not accommodating. War was im Weg. Okay, ist etwas seltsam geworden in letzter Zeit. Was das wohl heißt? I don't know. Werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Mach auf die Tür. Tür! Geht doch. Ah, ein Boss. Okay, etwas seltsam. Ja. Ah, Moment, das ist er nicht. Nee. Da. Oh, wow. Oh, ja!
Etwas seltsam, kann man zustimmen, absolut. Ich wundere mich auch, wenn mein Boss plötzlich so aussieht, das muss ich zustimmen. Minimal. Widerstand steht gegen kinetische Energie. Ja, dann packen wir mal hier wieder die Uxis auf. Keine Munition. Okay, ich bin fast tot. Oh, damn. Ich bin tot. Muss ich tatsächlich mal meine Heilung benutzen? Geht ja gar nicht. Ja. Ja, in der Situation ist der Bogen nicht schlecht. Ja, der macht halt extrem viel Schaden. Vor allem, wenn man probiert, Headshots zu machen. Sieht jetzt mal was anderes aus. Der kriegt keinen Schaden. Immun gegen Kräfte, widerstandsfähig gegen kinetische Energie. Okay, Shotgun Time. Ich habe auch keine Pfeile mehr, dann geschnetzelt im Nahkampf. Eine Shotgun macht ziemlich viel Feuerschaden. Darum sollte das gehen. Verletzbar durch Strom. Strom? Sehr gut. Ich habe keinen Strom. Ich schon. Ich habe Strom. Okay. Gib Saft! Kommt da! Adabim. Zerteilen, zerteilen! Ah, er ist schon tot. Okay. Das war's. Hier ist noch ein Gegner. Welche DPS-Werte haben eure Waffen so? Etwas schwierig zu sagen, zum Beispiel der Bogen hat viel höheren DPS-Wert. Ah, ich kann mal schauen. Also meine Shotgun hat 73 DPS. Okay. Die Nahkampfwaffen haben 83 und 87. Okay, ja, dann sind wir da alle. Raketenwerfer 96 und Kettensäge 128. Okay, okay. Da oben ist noch so viel. Ah, da ist es. Okay, zurück. War's das? Ja. Ah ja, kehre zurück. Okay. Gut.